So, wer wird es diesmal? Oh ja, Knochenbowser wird es diesmal. Oh, so ein ziemlich cooler Roller, den er da hat. Aber wir machen mal irgendein Fahrzeug, was war noch. Oh. Ist das cool? Die Knochenmühle? Na, aber sowas von. Aber vielleicht mit cooleren Reifen. Oh ja, mit so kleinen Reifen. Sieht völlig beknackt aus. Nee, aber komm, wir wollen was. Bisschen Eindruck schinden hier. Ja, komm. Was haben wir hier? Oh, ach komm. Ja, mit schönen Mercedes-Felgen, oder? Genau. Und haben wir noch irgendeinen coolen Schirm oder sowas? Nee, haben wir nicht, ne? Ach, weißt du was? Dann hier, passend zu Bowser, den Ladyschirm und alles wird gut. So, was gibt's denn? Oh, Polarkreisparcours hatten wir noch nicht. Und Marius Metro auch nicht. So, was schreibt die Berliner Garde? Steam ist immer noch down. Unsere Leitung ist immer noch mies. Ach ja, der hat ja der große Sale, Weihnachts-, Winter-, Whatever-Sale hat auch, glaube ich, begonnen, ne? Draußen ist es kalt, Konto ist viel zu leer. In dem Fall muss ich die leider enttäuschen. Ich glaube, in dem Fall hilft Jammern tatsächlich nicht. Ne, ne, ist hoffnungslos. Tut mir leid. Der ist ja cool, ey. Coole Socke. Es ist nur leider wieder ein schwerer Charakter und erfahrungsgemäß bin ich mit schweren Charakteren nicht so souverän unterwegs. Also noch weniger souverän als normalerweise. Seht ihr das? Seht ihr das? Es ist was Persönliches. Ich habe es die ganze Zeit gesagt. Das ist was Persönliches. Zwischen Nintendo und mir. Ich kann es mir anders nicht erklären. Ey Bowser, du bist ja so lahmarschig, ne? Ja, gut, jetzt übertreib's nicht. Komm. Ach du Schande. Oh weia. Dieses Rennen wird in die Annalen der schlechtesten Mario Kart 8 Rennen aller Zeiten eingehen. Und zu was? Zu Recht. Ja, Bowser ist echt ein Lahmarsch, ne? Das ist natürlich der Tod jedes dicken Charakters. Also die schweren. Nennen wir sie mal nicht dick. Wir nennen sie mal schwere Charaktere. Zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine relativ zähe Beschleunigung haben, aber dafür eine höhere Endgeschwindigkeit. Problem ist nur, wenn man ständig gegen die Wand fährt, ist das eher taktisch ungeschickt. Ich brauche mal was Gescheites hier. Ja, kann man machen. Na, Scheiße. Habe ich Scheiße gesagt? Oder habe ich es gedacht? Ich glaube, ich habe es gesagt. Aber Dritter. Jetzt schön konzentriert bleiben, durchhalten. Und den roten Panzermagnet deaktivieren. Also ich weiß nicht, ob es einen roten Panzermagnet gibt. Ich habe aber so einen schweren Verdacht, da ich ständig welche im Hintern kleben habe. Muss es sowas in mein Kart eingebaut geben? La la la. Zweiter. Mal sehen, wie lange noch. Banane. Was will ich denn mit einer Banane? Weiter. Geht doch. Geht doch. Der gute alte Knochen. Olli. Ach nee, warte mal. Nee, Oli. Oli ist nicht Olli. Wo ist denn Olli? Also unser Olli, der die ganze Zeit dabei war, hatte doch zwei L, oder? L wie Ludwig. Man weiß es nicht. Okay, wir haben hier nochmal das Animal Crossing Dorf, aber den, oh geil, den SNES Regenbogen Boulevard. Wie geil ist das denn? Die Chancen auch relativ hoch, dass wir auf dem fahren werden. Der erste Regenbogen Boulevard in der Mario Kart Geschichte. Buckelschwer, heute mit Sicherheit immer noch so wie damals. Bitte lass es die Strecke werden. Bitte, 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 lieber Weihnachtsmann. Ich wünsche mir auch nichts anderes. Ja!
Ja, lieber Lina, Zweiter ist doch gar nicht so schlecht, da hast du absolut recht. Der Zweite ist zwar der erste Verlierer, aber ist gar nicht mal so schlecht. So. Unser Olli ist weg. Wurde ersetzt durch einen Oli. Sehr, sehr cool. Der gute alte SNES Regenbogen Boulevard. Ah ja, die Dinger sind da runtergehollt. Ja, genau, ich erinnere mich. Wow, geil, Alter, Alter. Sehr cool. Es sind ja nicht einfach nur die kopierten Retro-Strecken, sondern sie sind auch alle noch mal ein bisschen gepimpt. Ist einfach so cool, vor allem wenn man sich echt bedenkt, wie die Strecke auf dem Super Nintendo Original mal ausgesehen hat. Ja, schade. Leider kann man auch in dieser Strecke noch runterfahren. Hilfe, Hilfe. Alter Falter, wie Mario auf LSD, oder? Alles kunterbunt hier. So. So, ich bräuchte jetzt hier mal ein paar Gimmicks, um mal weiter nach vorne zu kommen, Ladies. Das ist sehr cool, wenn einer Pilze um sich herum hat, dass man dann quasi diese Pilze nutzen kann für sich selber. So. Ja, man kann natürlich diese Wellen, die die Dinger hier auch nutzen, oder? Geht das mit dem? Ne, geht nicht. Vergesst. Ich wollte. Vergesst, was ich sagen wollte. Es war nicht so wichtig. Zweiter. Ja, damit könnte ich leben, zugegebenermaßen. Mit der Tinte im Gesicht. Ach doch, es geht. Ist tatsächlich eine harmlose Tinte, zugegebenermaßen. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ah, aber zumindest Dritter, komm. Das Ding haben wir jetzt dann doch mit ein bisschen Glück noch nach Hause gefahren. Mensch. Zweiter, Dritter. Läuft, würde ich sagen. Ich will ja gar nicht mehr. Ich bin ja ein genügsamer Knochenbowser. Ja? Oh, Olli ist wieder dabei. Zehnter. Da geht auch noch was. Da ist noch Luft nach oben, lieber Olli. Aber schön, dass du auf jeden Fall wieder dabei bist. Wo auch immer du eben warst. Wahrscheinlich im Steam Sale. Bei ihm geht's, lieber Lina. Bei ihm geht's. So, die Partystraße. Die hatten wir auch noch nicht. Und die Varius Goldmine. Die gute alte Varius Goldmine von der Nintendo Wii. Auch schon lange nicht mehr gespielt. Würde mich freuen. Sieht auch ganz gut aus. Also ich bin echt froh, dass ich diese 9 Euro in den DLC oder in das DLC-Paket investiert habe. Das war echt gut investiertes Geld. Echt ein paar richtig coole Strecken und Charaktere dabei. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und sehr schön. Es wird Marios Mine. Ich freue mich. Oh, Bad Boy aus Frankreich ist dabei. Uiuiuiui. Bad Boys, Bad Boys. Got your Bad Boys. So, Concentration. Los, Olli, auf geht's. Oh ja, hier, die Musik. Die Musik passt auch so geil zur Strecke. Yeehaw! A ring-a-ding, dang-dong! Hey, lass mich! Oh, Vorsicht, Fledermäuse! Achtung, Fledermäuse! Die fliegen auf den Kopf. So, ich bin Achter. Ich fühle mich ein bisschen gedisst. Zugegebenermaßen. Hallo. Nicht immer auf den Dicken. Sag mal, ihr wollt mich echt verkackeiern, oder? Alle auf den Großen. Ich verstehe schon, alles klar.
So. Uhu. Oh, Vierter, wie habe ich das denn gemacht? Wo komme ich denn, wie komme ich denn dahin? Oh, oh, knappe Sache, knappe. Oh, das ist super. Ach, hier geht's ja lang. Oh, oh, Bombe, Bombe. So, komm, ich brauche jetzt hier irgendwas, was Vernünftiges. Oh, Pilze, genau. Das war knapp. Wie? Ach, da kann man nichts langfahren. Ist eine Abkürzung oder was? Ohne Witz. Alter Falter, was für eine Abkürzung. Siebter, was soll das? Oh, oh, ich hab dich getroffen. Ha. Ja, ja, die Online-Verzögerung. Ha. So, jetzt mal ein bisschen... Pilz, ja doch, Pilz, ach doch, Pilz ist gut. Pilz läuft. Aus dem Weg, hier kommt der Dicke. Oh, Bombe, Vorsicht. Fledermäuse, Mensch, hier ist was los, du. Roter Panzer. Sorry, Donkey Kong. Ach nee, ich hab's verkackt. Ach, komm. Nur weil ich gemein zu euch bin, seid ihr gemein zu mir, oder wie? Oh, Windschatten, Vorsicht. Ui. Lasst mich in Frieden. Ah, um jeden Zentimeter gekämpft. Na, komm, der vierte Platz. Der vierte Platz ist jetzt... ich war schon schlechter. Sag mal, Olli, fährst du eigentlich noch mit? Was ist denn los, Junge? Wahrscheinlich AFK und steht die ganze Zeit im Ziel. Was wäre mir, wär mir aufgefallen? Olli, was ist denn los? Ach, und Triforce ist zurück. Du, lieber Triforce, du musst dich nicht jedes Mal ausloggen, wenn du auf Toilette gehst. Es ist, du kannst, es ist okay, du kannst ruhig drin bleiben. Ist überhaupt kein Problem. Oh, die große Drachenmauer und der wilde Wipfelweg. Oh, ich kann mich kaum entscheiden. Aber die habe ich bisher noch nicht gesehen hier. Ich freue mich auf jeden Fall über jede neue Strecke, die ich noch nicht gefahren habe. Und die hatten wir auch noch nicht, die Partystraße oder wie auch immer sie heißt. Ach, du hast was gesendet, Triforce. Gesepp? Meinst du gegessen? Gästne. Ich hab was Gästne, Gesepp, gesüptet. Ach. Ach, Spielzeugland. Das ist cool. Ja, das ist echt cool. Ja, das ist jetzt weniger cool, was ihr hier mit mir macht. Nur weil ich so hässlich bin, ihr seid so oberflächlich. Oh, Achtung. Oh, die Strecke ist lustig. Die Strecke ist echt cool. Also rein von der Optik jetzt hier auch so, ne? Legt euch nicht mit Knochenbowser an. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Oh, wo geht's denn lang? Ach da, ui, alter Falter. Auf dem Teppich gelandet, super Idee, ich sehe schon. Ach, ja genau, mal weg hier. Wer mich schubst, wird gefressen. Ja, ja, ich sag's dir, Luigi. Versteht da keinen Spaß. Ja, ich wollte ihn jetzt unbedingt noch erwischen, dass ich dann selbst von der Strecke gerutscht bin, sehr intelligent. Aus dem Weg. Achter, was soll das denn? Das nehme ich persönlich. Achter. So, Berti, tut mir leid. War für einen guten Zweck. Nämlich einen Platz gewinnen. Oh, geh weg. Geh doch weg. Ja, schleich dich. Mit deinem Stern. Oh, wir sind ja echt hier Miniatur unterwegs, ne? Rechts seht ihr... Ah, das ist ja geil. Unten sehen wir die Karts nämlich rumstehen hier. Ja, super. So. Ja, jetzt hab auch ich jetzt geschnallt, okay.
Diese Mario Kart-Welt ist so ungerecht. Ah, so. Ja, Yahoo, jetzt kommt er, jetzt kommt er, hier kommt er. Achtung, habt ihr schon mal einen Knochenbowser kommen sehen? Hier, so sieht das aus, Ladies. Huhu. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ihr, warum seid ihr alle so schnell? Ihr seid jung und frisch. Da wird mir mein gesteigertes Alter Ü30 zum Verhängnis. Oh, die Reaktionen werden einfach langsamer, ne? Ich kann gegen diese Jungspunde, ja? Ich komme da nicht mehr gegen an. Dieses Spiel ist schneller als mein alterndes Auge. Oh ja, Stern, Stern. Stern ist gut. Stern ist sehr gut. Los! Los! Ja! Dritter. Oh, ich sehe schon gleich wieder die Nachbarn klopfen, nur. McRalph, spielen Sie wieder dieses Mario Kart? Es ist so laut bei Ihnen. Jo. Oh, Olli, Erster. Geht doch. Nicht mehr 11K. Oh, und ein Kompliment von Triforce. Das ist ja toll. Wenn er mir nicht gerade blaue und rote Panzer um die Ohren wirft, dann kann er sogar richtig nett sein. Klasse. Du kannst richtig gut kommentieren. Ja, danke schön. Und du kannst richtig gut Mario Kart fahren. Siehst du mal, wenn wir beide zusammen ein Kind kriegen würden, könnte es gut kommentieren und Mario Kart fahren. Das wäre doch was. Okay. Oh, da unten ist er. Nicht Shishi, sondern Triforce, der wunderhübsche Toon Link unten links in der Ecke mit den großen Glubschaugen. Ach so, sorry, ich war abgelenkt. Keiner will diesen Wipfelweg fahren, ne? Woran liegt das? Man weiß es nicht. Dann wird es eben das Uhrwerk. Ich glaube eine 3DS-Strecke, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und nach dem Rennen, nur mal, um es mal anzukündigen, ja, wechseln wir dann auch nochmal Charakter und Strecke. Aber jetzt. Oh, Metal Mario mit Goldreifen. Ja, mal richtig, da kackt aber einer auf hier. So, lieber Olli. Für Donkey Kong ist aber dein Kart auch ein bisschen klein geraten, oder? Der arme Kerl. Der scheuert sich doch die Knie auf. Oh, Banane. Achtung. Uhrwerk. Ja, alle, ja, klar. Alle auf mich. So, ich roll das Feld dann mal ab sofort von hinten auf. Der Olli auch anscheinend. Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Der Gleitschirm ist schon süß, den ich hier für Bowser ausgesucht habe, oder? Der hat schon Stil. Der kehrt so ein bisschen Knochenbowsers weibliche Seite raus, die ja völlig vernachlässigt wird. Sorry, Olli. War echt keine Absicht. Hui. Oh, das war knapp. Ah, nicht gegen die Wand. Danke. Da vorne ist ja unser Triforce. Vor allem mit dieser süßen Note nebendran. Hast du die gewählt, weil der Name schon vergeben war oder hat es irgendeinen speziellen Grund? Ach, sag mal, Leute, ihr wollt mir echt verkackeiern, oder? Neunter. Sobald Triforce wieder mit am Start ist, geht hier nichts mehr. Nichts. So, eine Runde haben wir ja noch. Ach, da ist aber eine miese Tinte jetzt, ey. Alter Falter, drei so Klatscher hier drauf. Das ist ja echt böse. Nein! Oh, Vierter. Wie habe ich das denn geschafft? Mal lieber den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir wissen ja, wie das in der Regel endet, ne? Oh nein, 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 nein! Ach, Jungs, nein! Oh, ist das fies. Ach, bin trotzdem noch Vierter geworden.
Schade. Na gut. Wir sagen Knochenbowser bye bye und suchen uns einen neuen Charakter und eine neue Lobby aus. Here we go.